Unsichtbares sichtbar machen? Ist das nötig? Notwendig? Richtig? Vielleicht völlig überflüssig? Dass der Abschiebegewahrsam bereits der Name irreführend, verharmlosend, denn was soll das bedeuten, Gewahrsam? Das Wort soll beruhigen, einschläfern, schlechtes Gewissen soll nicht aufkommen. Und es ist einfach ein Gefängnis. Ein Gefängnis für Menschen, die weg sollen, denen man Aufenthalt in Deutschland unbequem gestalten will, sodass sie irgendwann freiwillig ausreisen. Dieser Ort ist weitgehend unbekannt und es gibt einige dieser Orte in der Welt. In Deutschland und auch in Treptow-Köpenick, einem Bezirk, der laut Sozialatlas zu den führenden in Berlin gehört, wo die wenigsten Sozialhilfeempfänger leben, wo gut verdient wird, wo Grün und Wasser reichlich vorhanden ist. Es lebt sich gut hier im Süden. Alles ist in Ordnung, alles verläuft folgerichtig. Ruhe ist Pflicht. Der Druck nimmt zu, gerade auf die, die noch ein normales Leben mit Arbeit, Auto, Wohnung und Urlaub mit Kindern führen können. Aber gerade dort herrscht die Angst. Angst vor dem Abstieg, aus dem heraus es keinen Aufstieg mehr gibt. Die Angst vor Verarmung und Not. Da werden noch mal die Augen geschlossen, um nicht zu sehen, die ungerechte Verteilung, die Widersprüche. Man darf sich noch zu den Profiteuren zählen. Ich stehe in der Hackordnung nicht ganz oben, aber auch nicht unten, sodass mein Leben erträglich ist. Kinderarbeit, umweltzerstörende Produktionsweisen, Wasserknappheit, Lebensmittelskandale kenne ich aus dem Fernsehen. Es macht mich betroffen, aber betrifft mich nicht. Weit weg. Und irgendwie spüre ich, dass ich trotz allem Unwohlsein das bessere Ende der Wurst erwischt habe. Die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und dann sind sie konkret da, die Leute aus den Gegenden dieser Welt, wo es sich nicht ganz so komfortabel lebt. Wo Leben überleben heißt. Ich beruhige mich mit dem Begriff Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, natürlich Wirtschaftsflüchtlinge. Flüchtlinge vor einer Wirtschaft, die nicht der Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse dient, sondern einer Wirtschaft, die Menschen ausbeutet, Profite maximiert, die über Leichen geht, wo Geld mit Geld verdient werden soll, wo ein Arbeitsplatz einen Wert an sich darstellt. Eine Wirtschaft, die hier und dort die Regeln vorgibt. Da sind sie. Und sie wollen bleiben. Trotz Ablehnung. Trotz Schikanen, trotz wenig Geld, trotz offen bekundeter Antipathie. Vor 15 Jahren wurde das Asylrecht so abgeändert, dass die Chancen, hier bleiben zu können, minimiert wurden. Brennende Asylheime dienten den Politikern als Anlass, das Problem anzugehen. Nicht in der Form, dass man gegen die Täter vorging, etwas unternahm gegen Brandstifter und schweigend und oder auch applaudierend Zustimmende? Nein, die Opfer wurden abgeschafft. Logisch und einfach. Und dann sind sie da auch noch, die guten Menschen, die einen verzweifelten Kampf für Humanität führen, das Schlimmste verhindern wollen, in unzähligen Initiativen tätig werden, Öffentlichkeit erzeugen, in Einzelfällen helfen, dabei immer kraftloser und verzweifelter werden, und denen es schwerfällt, sich damit abzufinden, dass all die Maßnahmen der Abschottung logisch und folgerichtig aus einer Wirtschaftsordnung entstehen, die, und das wäre zu erwägen, in Frage gestellt werden könnte. Die Menschen hier, sie spüren schon, dass es immer enger für sie wird. Die Lasten, die Probleme werden ihnen aufgenötigt und sie müssen die Konsequenzen tragen. In dieser Wirtschaftsordnung ist richtig, dass manche Menschen ferngehalten werden müssen. So
Zur gleichen Zeit kann man die vielen, die hierher wollen, als Angstmacher nutzen. Es ist nicht leicht, ein guter Mensch zu sein, wenn man Angst hat. Es ist auch nicht leicht zu erkennen, wer wen bedroht. Ich bitte um Verständnis für die, die da oft mit wenig Wissen vorschnell Dinge sagen und die Flüchtlinge als das Problem ansehen. Ich bitte nicht zu vergessen, die Angstmacher haben gründlich gearbeitet mit ihrer Medienmacht. Und es ist doch nicht so, dass nicht auch jemand bleiben darf. Wer verwertbar ist, der kann im Einzelfall gerne bleiben. Der Hochqualifizierte, der hilft, Geld zu verdienen, ist willkommen. Jedenfalls zumindest auf Zeit, der Tourist sowieso. Selbst die Hungerleider haben ihre wichtige Funktion als Angstmacher und Lohnbürger. Die Angst ist ein starkes Mittel, Protest zu verhindern. 24 Stunden vor dem Abschiebegewahrsam Grünau. Ich hoffe, das alles war nicht zu bitter. Ich wollte keinem die Laune verderben, es einfach mal gesagt haben. Eine Lösung kenne ich nicht. Vielleicht kann jemand helfen, hat einen Vorschlag. Ein Vorschlag nicht nur für die von Abschiebung Bedrohten, nein, für uns selbst, für unser weiteres Zusammenleben könnte das wichtig sein. Also, macht's gut, bleibt locker, macht's gut, Nachbarn.